hallo, mal wieder willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht, nicht aus der Werkstatt, sondern von der B16, irgendwo zwischen Kelheim und Ingolstadt. Und naja, wenn wir mit dem VW unterwegs sind am Anfang von einem Video, das bedeutet meistens, dass wir einen Roller holen. Und genauso ist es auch heute wieder. Wir fahren jetzt in die Nähe von Ingolstadt und holen einen Kymco Curio. Interessant ist ja auch, dass interessante Roller irgendwie immer am Ende der Welt stehen. Das ist ganz selten, dass man sowas mal in der Stadt abholt, sondern man ist meistens irgendwo hier, ja, so wie hier, wo es jede Menge Gegend, aber sonst nicht viel gibt. Also naja, schauen wir mal, ob das hier wirklich stimmt, dass das Navi mich hier über diesen besseren Feldweg hier jagt. Nun, wie ihr seht, wir haben den Roller jetzt hier bei mir. Mal ein erster Blick auf den Kymco Curio. Was wir da so haben, schauen wir mal. Ich meine, bin jetzt halt momentan noch mit der Ape eigentlich beschäftigt. Das ist mal so zur zeitlichen Einordnung, denn die Videos zur Ape 50 werden definitiv vor denen zum Kymco rauskommen. Weil großartig machen wir jetzt heute nichts aus reinem Zeitmangel. Und nun, was haben wir hier? Wir haben einen Kymco Curio, Baujahr 1997. Wenn der Tacho stimmt, wovon ich einfach mal nicht ausgehe, da er laut Vorbesitzer kaputt ist, haben wir 12.800 irgendwas Kilometer. Wir haben keinen Hauptständer. Die Spiegel haben wir, die habe ich nur abgebaut zum Transport. Wir haben ein Loch in der Sitzbank. Und was mich jetzt noch interessiert, ganz ad hoc, ist, der Motor geht nicht mehr um. Und Hintergrund davon ist, der Vorbesitzer hat leider versucht, ihn mit Gewalt zu starten, nachdem der Roller jetzt jahrelang gestanden ist. Der war 2017 zum letzten Mal auf der Straße, ist also 4 Jahre gestanden. Und da gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder ist der nur richtig krass abgesoffen, wovon ich fast ausgehe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade hier beim Licht sieht, aber unterm Vergaser hängt ganz schön Suppe auf dem Vario-Deckel. Oder aber, dass der irgendein mechanisches Problem hat, dass er mit ihrem Versuch, den mit Gewalt anzulassen, den Motor getötet haben. Aber das probieren wir jetzt mal. Wir machen jetzt einfach mal die Zündkerze raus und schauen, ob er dann umgeht. Es ist auch hier hinten, rund um die Zündkerze, Luftfilter und so. Das ist alles völlig verölt, aber jetzt schauen wir mal, ob wir die Zündkerze rauskriegen. Das ist jetzt halt dadurch, dass die Ape herin steht, alles etwas beengt, aber schauen wir mal. Ja, die geht relativ gut raus. War nicht festgezogen, war sie, aber sie ist auch nicht völlig angegammelt. Ich meine, generell macht der Roller eigentlich einen relativ guten Eindruck. Also, ist irgendwie misshandelt oder was, scheint der nicht worden zu sein. Aber das sehen wir dann, wenn wir uns mit ihm intensiver beschäftigen. So. Kommt schon raus, Zündkerze. So. Oh ja, die ist richtig gut eingeschlockt. Schaut euch das mal an hier. Die ist richtig siffig. Da haben wir eine richtige Brücke drin. Die ist also völlig zu. Das kann so nicht funktionieren. Schauen wir mal. Der Motor, ja, jetzt geht er wieder um. Der ist einfach nur ultra übel abgesoffen. Das heißt, was wir jetzt mal machen ist, wir werden ihn jetzt mal ein paar Mal mit der rausgenommenen Zündkerze drehen lassen und dann schauen wir mal. Außerdem habe ich jetzt mal den Luftfilterdeckel runtergenommen und hier, das ist wie zu erwarten, das ist Bröselkrümel. Das ist völlig hinüber, das Ding. Macht die Sache auch nicht unbedingt besser. Hier, der Schnorchel steckt auch voll mit Dreck. Aber so, wenn er jetzt auch nicht Luft kriegt, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir ihn vielleicht sogar anlassen können. Nur holen wir es einfach mal. Sind wir einfach mal ganz mutig und ganz frech, weil kaputt machen können wir eigentlich eh nichts mehr, weil mit Gewalt versucht worden ist es ja schon. Der ist richtig voll gelaufen. Ich habe jetzt mal den Auspuff runtergenommen. Jetzt, na ja, gut, so sieht man natürlich nicht. Mit der Taschenlampe sieht man, seht ihr, der steht komplett voll. Deswegen, sobald man da eine Zündkerze reinmacht, ja, hat man da den kompletten Slushy drin. Das wird richtig interessant. Und es ist auch der Auspuff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Da plätschert es drin. Der steht komplett mit Flüssigkeit voll. Das ist ganz ähnlich, wie wir es bei dem China-Snen gehabt haben. Schauen wir mal, ich habe jetzt die Zündkerze nochmal raus. Gucken, was jetzt passiert. Spuckt er super aus. Das ist nicht so toll. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt mit Zündkerze, ob wir jetzt ohne Auspuff eine Chance haben. Die Brennkammer wieder komplett voll gelaufen.
Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir haben es jetzt ein paar Mal geschafft, dass er fast anspringt. Der hat auch ganz gut Suppe ausgespuckt. Was ich jetzt da machen werde, ist, ich werde jetzt einfach mal die Zündkerze wieder rausmachen, den ohne Zündkerze, ohne Auspuff mal eine Zeit lang stehen lassen. Aber höchstwahrscheinlich muss man den Motor aufmachen und die Suppe rausholen. Das gibt es in solchen Fällen. Und das ist ja bei denen ähnlich wie bei Peugeot. Die gemeinsame Abstammung von den alten Honda-Motoren. Die haben ja hier die Königswellengetriebene Ölpumpe. Und da ist das Einfachste wahrscheinlich, die Ölpumpe auszubauen und dann durch den Königswellenschacht mit der Vakuumpumpe die Suppe einfach aus dem Gehäuse zu saugen. Aber jetzt lassen wir erstmal einfach mal stehen. Jetzt habe ich mal mehr Arbeit, den wieder zum Leben zu erwecken. Und wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Kann gut sein, dass jetzt dann gleich ein ganz großer Zeitsprung kommt im Video. Gut, jetzt wo die APO 50 aus der Werkstatt raus ist und wir hier wieder richtig Platz haben, schauen wir uns den Curio mal etwas genauer an. Und ich habe jetzt mal den kompletten Heckverkleidungsteil abgebaut, weil jetzt sehen wir nämlich wirklich, was hier los ist. Und ich meine, er ist jetzt doch eine Zeit lang gestanden seit dem letzten Mal. Und wenn wir jetzt mal hier in den Auslassschlitz reingucken, schauen wir mal, was man das so sieht. Wir sehen jetzt die Kolbenringe, die schauen gut aus, das ist in Ordnung. Lass den Motor hochdrehen, wir haben keine Verbrennungen am Kolbenhemd unterhalb der Kolbenringe, auch das schaut gut aus. Der Motor sollte eigentlich grundsätzlich mal passen. Der hat also jetzt keinen wirklichen Schaden. Und was wir jetzt wirklich mal machen, ist, wir bauen jetzt echt mal die Ölpumpe aus und gucken einfach mal, ob wirklich die Kurbelkammer mit Zeug voll steht. Wenn wir uns die Ölpumpe jetzt mal angucken, dann sehen wir, das ist tatsächlich ganz ähnlich wie bei den alten Peugeots. Wir haben hier den Speiseschlauch von der Ölpumpe, vom Öltank zur Ölpumpe, der kommt hier an. Das ist der Schlauch für die Motorschmierung. Der geht hier in den Ansaugtrakt, nicht in den Vergaser. Das ist schon mal grundsätzlich interessant und gut. Wir haben hier den Baudenzug für die gasgeregelte Steuerung der Ölpumpe. Ansonsten ist an der Ölpumpe nichts dran. Das heißt, wenn wir den Baudenzug aushängen und diese beiden Schläuche abtrennen, müssten wir die Ölpumpe eigentlich mit, ich sehe jetzt nur eine Schraube, vielleicht ist es auch noch eine zweite, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, müssten wir sie aber eigentlich problemlos ausbauen können. Und genau das machen wir jetzt mal. Und ich habe mich auch entschieden, auch diesen Roller in Zukunft mit Mischung zu fahren. Das ist, wie gesagt, da streiten sich die Geister, das ist nicht jeder meiner Meinung, aber ich persönlich habe da einfach ein besseres Gefühl dabei und deswegen werden wir jetzt das hier erstmal den Schlauch zum Motor, so, erstmal abtrennen, so, jetzt hat. Den müssen wir dann nachher noch dicht legen, aber jetzt haben wir den Speiseschlauch, den dann mal hier machen wir mit der Klammer zu, dass wir hier nicht die ganz große Ölpest kriegen. Schauen wir mal, da ist noch so eine Drahtschelle. Also man sieht auch, da ist noch nie einer wirklich dran gewesen und wenn, dann ist sehr ordentlich gearbeitet worden, was natürlich bei einem Fahrzeug dieses Alters nicht unbedingt selbstverständlich ist, erst recht nicht bei einem, die Kimco-Fans mögen es mir verzeihen, Billigroller, der ja jetzt nicht unbedingt den Stellenwert eines Sammlerstücks gehabt hat, sondern halt einfach ein Nutzfahrzeug war. Gott, jetzt müssen wir hier den Bodenzug aushängen und dann haben wir die Ölpumpe eigentlich freigelegt. So, jetzt haben wir den Bodenzug gelöst, jetzt müssen wir ein bisschen aushängen. Gott, und jetzt schauen wir mal. So. Und es sieht tatsächlich so aus. Und zwar ist die Ölpumpe hier mit diesem Blech mit dem Anlasser verbunden. Und zwar ist hier der Hauptkabelbaum, auch das ist hier, das ist tatsächlich ganz ähnlich wie bei Peugeot. Ich meine, da ist jetzt die gemeinsame Abstammung dieser Motoren von den alten Honda-Zweitaktern natürlich gut zu erkennen. Jetzt tun wir mal den Hauptkabelbaum ein bisschen auf die Seite. Genau, das heißt, wir müssen diese Schraube hier lösen. Das ist die obere Halteschraube vom Anlasser gleichzeitig. Und wir müssen diese Schraube hier lösen. Und dann sollten wir die Ölpumpe eigentlich herausziehen können. Und bevor wir das machen, tun wir mal die Wanne drunter und gehen hier mal mit dem Bremsenreiniger drüber, dass das alles ordentlich sauber wird. So reduziert man nämlich ganz erheblich die Gefahr, dass uns irgendein Dreck in den Motor hineinfällt, was nicht so ideal ist. Und da sieht man auch, wie schön der ist. Das stimmt definitiv, was der Vorbesitzer behauptet hat, dass der Roller nie im Winter gefahren worden ist. Also da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das ist auch alles relativ gut zugänglich, weil eigentlich, ich meine, ich bin kein großer Kimco-Fan an sich. Und zwar einfach aus dem Grund, dass sehr viele der neueren Kimco-Roller sehr verbaut sind und nicht so angenehm zum dran arbeiten. Also man muss zugeben, bei dem hier geht es relativ schön. So, jetzt machen wir die obere Halteschraube noch raus. Genau, aber das hält nämlich hier gleichzeitig dieses Blech fest, was hauptsächlich wohl dazu dient, den Baudenzug, Kabelbaum zu führen. So, jetzt schauen wir mal. Genau, das ist eine mehrteilige Führung. Da liegt eine Riesenschraube.
Ja, jetzt hat. Und jetzt haben wir die Ölpumpe soweit frei. Ich sehe jetzt auch keine weitere Befestigung. Jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt können wir sie einfach herausnehmen. Oh, leck. Und was da passiert ist, jetzt wissen wir auch, was das Problem ist. Da hat während der Standzeit die Dichtung hier drin den Geist aufgegeben. Seht ihr das? Das ist die komplett zermangelt hat, die Dichtung. Das ist das Problem. Dadurch ist das ganze Öl von der Ölpumpe in den Motor gelaufen. Und wir sehen jetzt auch hier, dass die Kurbelkammer bei der Königswelle komplett mit Schlocke voll steht. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt die Königswelle rausziehen, was eigentlich gehen müsste. Na? Oh ja, oh ja. Der steht komplett voll. Das ist richtig schön. Das ist richtig. Wenn ich jetzt da mit dem Schraubendreher reingehe, einen richtigen Peilstab habe ich da. Ja, sowas will man einfach nicht haben. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das erklärt, warum die Kiste nicht läuft. Und was wir jetzt da machen, ich nehme jetzt die Vakuumpumpe, mit der ich nochmal so meine Bremsen entlüfte. Und saugen wir einfach mal die ganze Schmiere da ab. Zumindest soweit wir es erwischen. So. Und alles ist das immer noch nicht, aber wenn wir jetzt die drehen, da sehen wir richtig, wie die Kurbelwelle aus der Kurbelkammer da neue Suppe in diese Zwischenkammer für den Ölpumpenantrieb fördert. Das ist krass. Und auch da haben wir jetzt eine Verwandtschaft zu Peugeot, denn wir wissen ja alle, auch bei älteren Peugeot-Rollern passiert genau dieses hier ganz gerne mal. So, jetzt ist aber auf jeden Fall schon mal einiges draußen. Ja, da kommt aber immer noch was. Da werden wir jetzt den Membranblock ebenfalls noch ausbauen müssen, dass wir dann durch die Bogen für die Membranen auch nochmal direkt in die Kurbelkammer kommen. Schade, ich habe gedacht, wir kommen so davon. Und da war schon mal einer dran, weil wir haben jetzt hier drei von diesen Standard-Kimco-Schrauben, also M6 mit Schlüsselweite 8-Kopf und wir haben einmal hier irgendeine komische Imbusschraube. Das heißt, da, wie gesagt, da hat schon mal einer dran rumgeschraubt. Gut, das ist jetzt bei einem Roller dieses Alters auch irgendwo nicht anders zu erwarten. Jetzt, wo der Ansaugstutzen weg ist, kann man mal hier direkt in die Kurbelkammer gucken. Und da drin sieht man auch, weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, so mit freiem Auge sieht man es, dass da drin auch die Suppe noch steht. Und normal müsste ich jetzt mit dem Schlauch von der Vakuumpumpe auch da reinkommen. Dann können wir es da ordentlich aussaugen und dann haben wir die ganze Schlocke raus. Das Kurbelgehäuse sollte jetzt eigentlich leer sein. Außerdem habe ich jetzt den Ansaugstutzen neu abgedichtet und einen neuen Membranblock eingebaut, weil das war alles völlig verknotzt und versifft. Na gut, das ist alles altes Zeug. Die falsche Schraube ist ersetzt. So, und jetzt schauen wir mal in die Bohrung hier für die Königswelle. Ja, ein bisschen was kommt noch. Haben wir doch nicht alles erwischt. Na gut. Aber es kommt immerhin jetzt was. Das heißt, wir können hergehen und jetzt wieder, ja, das Spielchen noch ein paar Mal spielen. Es ist mal eigentlich soweit alles wieder zusammen, dass wir es mal versuchen können, ob er in irgendeiner Form irgendein Lebenszeichen von sich gibt. Schauen wir mal. Zünden wir es an. Der ist jetzt halt mit dem Zeug, das auch in der Kurbelkammer stand, gelaufen und hat einen kleinen Burnout auf der Hebebühne gemacht. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Versuchen wir es nochmal. Ob wir ihn nochmal dazu kriegen, anzurucken. Gut, das heißt also, wenn der wieder einen funktionierenden Vergaser drauf hat, sollte der Motor eigentlich wieder laufen. Jetzt habe ich noch was nicht so Schönes gefunden. Und zwar, ich habe jetzt mal eine Batterie rein und dann gesehen, dass der Anlasser nicht geht. Und der Grund dafür ist, seht ihr das? Der ist komplett geschmolzen innen drin. Wie passiert sowas? Naja gut, die Helden haben wahrscheinlich versucht, den Roller zu starten
Und damit das leichter geht, haben sie eine Autobatterie oder Starthilfe oder was dran gehangen und haben ihn so lange orgeln lassen, bis der Anlasser nichts mehr gesagt hat. Und die haben den Anlasser komplett überhitzt dabei und naja, der ist nur noch Schrott. So ein Anlasser ist nicht zu nichts mehr zu gebrauchen, also zum Fortwerfer. Das ist natürlich jetzt schade, aber gut, davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Bauen wir halt ohne Anlasser zusammen und müssen mal Kickstart dann und bei Gelegenheit einen Anlasser besorgen. Der Vergaser kommt jetzt gleich einmal ins Ultraschallbad. Der war eigentlich erstaunlich sauber, also so richtig zugeschlockt war der gar nicht. Ein bisschen mit altem Öl verklebt, aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also das war wahrscheinlich nicht immer das Problem, außer natürlich das Nadelventil, bisschen mit der Schwimmersand nicht mehr in Ordnung. Aber das sehen wir dann nach der Reinigung. Der Vergaser ist scheinbar in Ordnung, also das Nadelventil funktioniert. Das passt jetzt eigentlich alles mit neuer Treibstoffleitung, sauber wieder eingebaut. Ich habe jetzt außerdem mal den Auspuff dran montiert, dass wir ihn mal versuchen können anzulassen, ohne dass ich so vertaub werde. Die Motorverkleidung ist ganz bewusst noch weg. Einfach, dass wir sehen, ob es hier irgendwo rausdrückt an der Kopfdichtung, ob er hier irgendwo undicht geworden ist. Denn das ist halt immer die Gefahr bei sowas, dass den Motor Hydraulik hat. Außerdem habe ich den Öltank entfernt in der Zwischenzeit und den Tank mit Zweitaktgemisch gefüllt. Das heißt, lass mal die Bühne mal ein bisschen ab, weil in der Position ankicken ist arg unkomfortabel. Und dann probieren wir es einfach mal. Ja, dann sehen wir uns das jetzt einfach mal an. Jetzt, um ihm zu helfen, geben wir ihm jetzt mal ein bisschen Starthilfemittel, weil der Vergaser ist natürlich jetzt noch komplett leer. Jetzt probieren wir es einfach mal. Ja, was sagt's denn? Das ist doch schon deutlich besser. Muss er halt aus dem Auspuff noch die ganze Flüssigkeit ausspucken, die da drin ist, wie wir festgestellt haben. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Den lassen wir jetzt mal einen Moment laufen und dabei überwache ich aber, dass er nicht zu heiß wird. Dadurch, dass der jetzt kein Luftfilter hat, haben wir jetzt das Standgas mal ein bisschen hochregeln müssen, dass er anbleibt, aber das ist okay. Das macht jetzt nichts, der zeigt noch keinerlei Anzeichen von Überhitzung. Jetzt schauen wir mal, ob das alles dicht ist. Das sieht sehr gut aus. Undichtigkeiten scheinen wir keine zu haben. Schauen wir mal, wie er so drauf reagiert. Genau, geht er sofort aus. Das heißt also, er reagiert vergasermäßig sehr feinfühlig, was sehr gut ist. Der Motor ist an sich völlig in Ordnung. Jetzt lassen wir mal noch ein bisschen sich ausqualmen. Und dann lüften wir morgen nicht die Werkstatt. Und jetzt zum Abschluss der heutigen Arbeiten habe ich jetzt mal noch den Antrieb aufgemacht. Weil das wollte ich mir dann schon mal angucken, wie das ausschaut. Weil der Legende nach ist da noch nie was dran gemacht worden. Und ich meine, der Roller hat jetzt, ja, falls die abgelesene Laufleistung stimmt, etwas über 12.000 Kilometer drauf. Und ich meine, gut, der Antriebsriemen, ja gut, wenn wir uns den angucken. Der mag von der Breite her, schaut ja sogar noch gut aus. Aber der ist schon ziemlich brüchig und ziemlich verbraucht. Der kriegt auch schon erste kleine Risse. Der ist, also der hat es definitiv hinter sich. Da brauchen wir einen neuen. Gut, wir haben eine Variomatic-Büchse ohne Drossel. Das ist auch nicht gut. Brauchen wir noch eine neue Büchse. Schauen wir mal. Wie schauen die Fliehgewichte aus? Ja, der hat doch selber schon gut aus. Ja, die Fliehgewichte sind auch, ja. Die sind, ja, das ist jetzt wieder sowas, wo man sagen könnte, die könnte man theoretisch mal noch eine Saison fahren, aber fahren wir sie einfach neu. Dann haben wir unsere Ruhe, weil offen ist es jetzt eh schon. Jetzt schauen wir mal die Kupplung an. Oh, da liegt ganz schön Abrieb drin. Also, naja, so richtig toll ist die auch nicht mehr. Wobei man die, ja, die werde ich jetzt wahrscheinlich noch lassen, weil da habe ich jetzt auf Vororder noch keine. Der Wandler ist schön gängig, die Lager schauen gut aus. Ja, das kann man in Ruhe lassen. Aber gut, ja, muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ist jetzt aber auch nichts, was bei einem Fahrzeug dieses Alters unerwartet wäre. Jetzt schauen wir mal. Der Simmering vom Getriebe ist in Ordnung, das schaut gut aus und der vorne an der Kurbelwelle, ja, der feuchtelt ein bisschen. Da werden wir einen neuen brauchen. Also man sieht es hier, da sabbert es ein bisschen zwischen Kurbelwelle und Simmering raus.
Also der hat seine besten Tage definitiv hinter sich. Der ist kaputt. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine ganz gute Stelle, um das erste Video mit dem Curio zu Ende gehen zu lassen. Denn ich meine, wir haben jetzt unsere Bestandsaufnahme gemacht. Wir wissen, dass er läuft. Wir wissen, was er braucht. Zumindest mal grundsätzlich. Ich meine, der Rest ist normale Wartung. Bremsflüssigkeit, Getriebe, Öl, bla, das ganz normale Zeug. Das machen wir dann alles im nächsten Video. Außerdem werden wir uns im nächsten Video die Überholung von dem Antrieb angucken und die Reparatur von dem einzigen Karosserieschaden, den das Fahrzeug hat. Das ist also, zumindest habe ich bisher keinen zweiten entdeckt, was angesichts seines Alters und seiner sicherlich nicht idealen Vorgeschichte auch schon erstaunlich ist. Aber gut, mir soll es recht sein, mich freut's. Und ich wünsche euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.